Frohe Weihnachten, das ist die zweite Ausgabe von Schwarz-Gelb gekocht und ganz in Zeichen von Weihnachten steht unsere heutige Ausgabe. Wir kümmern uns um die Weihnachtsgans, der Klassiker schlechthin. Und dafür brauchen wir die Besten. Und an meiner Seite Robert Müller vom Mahl2. Hallo. Unser Koch und der Mannschaftskapitän wird fleißig mithelfen, Marco Hartmann. Hallo Marco. Schönen guten Abend. Also, ich würde mal sagen, gehen wir es an. Wir haben einiges zu tun. Schwarz-Gelb gekocht. Die neue dynamische Kochshow. Präsentiert von Küchenhaus Hillig. Wir schießen keine Tore, wir bauen Küchen. Und Elektrofunk, der Arbeitgeber für Elektroprofis. Also gehen wir es an. Robert, die Weihnachtsgans, der Klassiker schlechthin. Aber viele haben einen heiden Respekt vor dem Teil. Bei mir ist es so, lass das mal die Mutti machen. Bei dir, wie ist es da? Hast du dich schon mal an eine Weihnachtsgans rangetraut? Nein, keinesfalls. Nur beim Essen. Ich glaube, wir wollen den Menschen heute auch so ein bisschen die Furcht vor dem Vogel nehmen. Worauf kommt es an? Erstmal beim Kauf der Gans. Bestenfalls natürlich vom Hof deines Vertrauens. Da legen ja mittlerweile immer mehr Leute drauf Wert, ist auch wichtig. Eine deutsche Gans sollte es sein, wobei man sagen muss, dass auch die ungarischen Gänse da oftmals in nichts nachstehen. Auch das sind gute Produkte. Bestenfalls natürlich eine frische Gans. Wenn es eine tiefgekühlte werden sollte, die dann einfach schon 2-3 Tage vorher im Kühlschrank auftauen lassen, ganz langsam. Und auch die gelingt mit Sicherheit. Und es ist auch gar nicht so, dass das so ein schweres Thema ist, die Gans. Ich kann das manchmal gar nicht so nachvollziehen, warum sich viele Leute nicht daran trauen. Aber wir zeigen es jetzt einmal und ich glaube, wenn wir den Leuten gezeigt haben, wie einfach es tatsächlich ist, werden es hoffentlich mehrere Leute probieren. Nehmen uns, also mir und Marco, die Angst vor der Gans. Für wie viele Personen reicht diese Gans? Es gibt ja verschiedene, ich sag mal so von 3,5 bis 6-7 Kilo. Wir haben jetzt hier eine 5 Kilo Gans. Kommt ganz auf die Esser an. Ich sag mal so 4 bis 6 Personen kriegst du damit schon gesättigt. Kümmern wir uns zunächst mal um die Gans, kümmern wir uns um die Flügel. Wie machst du die am besten ab? Folgendermaßen, machst du einfach auf, schneidest hier die Haut ein, bis auf den Knochen runter und dann das Muskelkraft einfach abknacken und hier abgeschnitten. Dann kannst du das Gleiche hier auch noch machen. Ein bisschen aufpassen, dass man auf den Knochen nicht abrutscht. So, das einfach beiseite. So, dann gehen wir hier ran, ziehen hier das Fett einfach ab, geben wir dann auch alles mit zur Soße, ist alles Geschmack. Ja, ich habe die eine Seite vorbereitet. Kümmerst du dich um die andere Seite? Auf geht's. So, ist das überhaupt die andere Seite? Ja, das ist die andere Seite. Hier ist das schon eingeschnitten. Genau. Ich drehe mir den Braten nochmal zurecht. Marco, die Weihnachtsgans bei dir zu Hause auch? Der typische Weihnachtsbraten? Ja, so von Oma zu Hause noch gewohnt. Und ich freue mich auch drauf, dieses Jahr wieder zu Hause Weihnachten zu verbringen. Sehr schön. Was gibt's Heiligabend? Weihnachtsgans, erster Weihnachtsfeiertag. Genau, erster Weihnachtsfeiertag. Und bei uns ist Heiligabend meist ein bisschen Würstchen mit Kartoffelsalat. Ganz klassisch, wie das auch viele kennen. Sehr gut. So, sehr gut. Schon mal nicht geschnitten. Das passt so. Also jetzt ist es quasi vorbereitet für die Füllung. Genau. Packen wir es hier wieder aufs Blech. So, dann würde ich sagen, marinieren wir die einfach mal ein bisschen. Vorher mit Öl einreiben, damit die Marinade natürlich schon auch schön haftet. Marco, du kannst dir schon mal hier die Gläschen nehmen, den Pfeffer mit zum Paprika geben. Die Hälfte vom Salz mit dazu und dann alles schön vermengen. So, dann packen wir die Hälfte hier oben drauf, marinieren es dann schön ein, drehen es rum, das andere dann mal von, dann das gleiche nochmal von der anderen Seite, dann auch nochmal vom Innen und dann gehen wir an das Schneiden von der Füllung. Marco, du kochst heute nicht zum ersten Mal. Das erste Mal nicht, aber seit langer Zeit mal wieder. Okay. Kann ich schon anfangen? Ja. Einfach oben ein bisschen drüber, oder was? Das kannst du ruhig drüber geben, ja, oben nicht. Wir können das komplett verwenden. Was ist dein Spezialgericht, wo du punktest? Ein Punkten wahrscheinlich. Sag jetzt bitte nicht Spiegelei. Nein. Punkten wahrscheinlich mit gar nichts. Ich hatte mal damals zu Studentenzeiten, da habe ich wirklich noch ein bisschen häufiger gekocht von Oma. Krass, war das schnell. Da gab es so Schmorgurken mit Hähnchen. Okay. Das habe ich auch mal sehr zelebriert mit meinem Kumpel zusammen für unsere Frauen. Das hat sich dann zwar 2 Stunden gezogen und alle waren so leicht verhungert, aber es war wirklich gut. Okay. Habe ich mir bestätigen lassen, aber habe ich lange nicht mehr gemacht.
Entschuldige. Kannst du ruhig richtig schön einmassieren? Okay. Genau. Also hier richtig drauf, ja. Keine, keine Berührungsängste. Genau. Der geht's gut hier. Dann kannst du die auch rumdrehen. Ja. Und von der anderen Seite. Und dann auch natürlich von innen. Aber ich habe mir sagen lassen, du hast neulich erst einen Kochkurs gemacht, oder? Sicherlich in Vorbereitung auf die heutige Sendung. Nee, so weit war ich damals noch nicht. Das war einfach eine Idee, mal mit meiner Frau oder Freundin noch wieder ein paar gemeinsame Stunden zu verbringen nach der Geburt unseres Sohnes. Mhm. Und das war sehr lehrreich. Also war ein sehr schöner Abend, hat Spaß gemacht. Wir waren eine coole Runde. Ich habe auch ein bisschen was gelernt, glaube ich, hoffe ich zumindest. Das Problem ist natürlich, das Ganze jetzt ein bisschen zu festigen. Ja? Da, das dafür wird jetzt die sind Kunst wir ja heute dazu. Da. Genau, das ist ganz gut, gleich nachzulegen. Apropos Kochkurs, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Zum Beispiel ein Gutschein für Lounge Cooking. Dort gibt es auch wunderbare Kochkurse. Und da kann man innen das auch, Kochen lernen. Genau. Und von daher passt das, ja. Innen muss es auch komplett. Mit dem Rest, der jetzt zur Seite ein bisschen runtergefallen ist, nehmen wir einfach nochmal mit der Hand ein bisschen auf. Warte mal, schalte den mal. Mhm. Kratzen wir es mal ein bisschen zusammen. Ist das dann schon der Trick, damit die Gans auch kross wird? Nee, hat jetzt im Prinzip nichts mit der Marinade zu tun. Da geht es rein um den Geschmack und hat es mit dem Crosswerden nichts zu tun. Das verrät uns dann nachher noch was, da was den Crossigkeitsgehalt steigert. Auf der anderen Seite nochmal, oder? Ja, ich denke, das von oben kommt man nicht rein. Ne? Das passt so. Okay. Stellen wir die erstmal beiseite, waschen uns mal die Hände. Ja. Und dann gehen wir mal ans Schneiden der Füllung. Wir machen hier rein ein paar Karotten. Mhm. Bisschen Petersilienwurzel. Muss man nicht. Ich mache es ganz gerne mit rein, weil die vom Aroma einfach ein bisschen schöner sind. Orange. Dann machen viele Leute natürlich auch noch Apfel mit rein. Ich finde aber die Orange viel aromatischer als den Apfel. Also der Apfel, ich lasse ihn meist weg, weil der vom Geschmacklichen her nicht zu viel bringt. Und Zwiebel. Ich würde dir das mal waschen, die einfach mal schälen. Und die Backformel kommt nicht mit rein? Da gibt es ja mittlerweile so viele Variationen, da ist jedem einfach seine Freiheit gelassen. Der Klassiker heißt ja bei der Gans Brust oder Keule. Hast du da Vorlieben? Also nach dem alten Film von Louis de Funès. Marco, was du lieber hast? Ich bin eher, ich esse lieber die Brust. Ich weiß, dass das Keulenfleisch besser schmeckt, aber ich bin relativ faule Socke und mag halt nicht knabbern. Und wenn das Fleisch einfach so schön filetiert war, dann ist das was für mich. Ja. Wie viel darf man denn als Fußballer vom Weihnachtsbraten oder überhaupt vom Weihnachtsmenü schlemmen? So viel, wie man möchte. Das Entscheidende ist, dass am ersten Tag, wenn du wiederkommst, das Gewicht hast, was vorgegeben ist. Das bedeutet, am dritten Feiertag, also oder am Tag nach den Feiertagen, gehst du dann schon fleißig joggen? Das ist sowieso Pflicht, genau. Das kommt noch dazu, die Läufe zu machen. Und dann halt so 2-3 Tage vor Rückkehr schon mal irgendwie wieder einen Fixpunkt kriegen, wo liegt denn das Gewicht gerade. Da kann man manchmal noch ein bisschen was regulieren, aber ja, bei mir ist es zum Glück so, dass ich wenig zunehme oder gar nicht zunehme. Und, wo kann man das lernen? Also wo gibt es da irgendwie eine App dafür? Nee, ich glaube, das ist einfach in meinem Körper so am Stoffwechsel so ein bisschen festgelegt. Okay. Das, oder noch ein bisschen sauberer. Das passt. Achtest du speziell auf die Ernährung? Also isst du bestimmte Sachen mehr oder bestimmte Sachen gar nicht? Also sagen wir so, es ist in den letzten Jahren wesentlich besser geworden, ja. Was Ernährung betrifft. Ich achte schon drauf, gerade jetzt unnötige Zucker wegzulassen abends. Ich habe früher wirklich abends mindestens eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Gummitierchen. Das war immer so die Belohnung, den Tag geschafft zu haben. Das habe ich mir abgewöhnt, so ein bisschen seitdem ich in Dresden bin. Versuche das mal durch Nüsse zu ersetzen oder möglichst abends dann auch mal komplett wegzulassen. Okay. Gelingt mir aber auch nicht immer. Also muss ehrlich sagen, manchmal dann redet man sich einfach ein, jetzt muss man der Seele was Gutes tun. Das ist in schweren Zeiten dann mal ganz günstig und dann haut man sich auch mal wieder die Schokolade rein. Sehr schön. Eine ganze Tafel. Ja, wenn man meist finde ich vorher keinen Stopp. Das ist das Problem, ja. Sehr gut. Folgendermaßen. Die Apfel behalten wir uns. Nehmen wir dann alles für die Soße. Den Zwiebelapfel brauchen wir auch, ja? Genau, geht mit rein. Okay. Und jetzt schneiden wir es einfach für die Füllung etwa in die Größe. Relativ grob. Okay. Hm. Genau. Auch bei der Petersilienwurzel einfach die Wurzel ab. Die kleinen Stücken kannst du so runterschneiden. Und hier hinten einfach nochmal halbiert. Und alles ab in die Schüssel.
und Abschnitte einfach hier beiseite. Wie gesagt, die nehmen wir dann für die Soße. Ja, Attacke. Auf geht's. Ja. Gibt es bei euch bestimmte Bräuche zu Weihnachten? Also, wie sieht es mit den Geschenken aus? Am 24. abends, nach dem Abendbrot. Kommt der Weihnachtsmann. Obwohl, nee, vorm Abendbrot, oder? Vor dem Würstchen, habe ich vergessen. Da kommt das Christkind bei uns in der Heimat. Klar. Und dann sitzen wir mal alle so im Kinderzimmer und warten, bis der Timer runtergelaufen ist. Früher habe ich das nie verstanden, das System, wie dieser Weihnachtsbaum auf einmal anfängt zu leuchten und im Wohnzimmer alle Musikanlage geht an. Und Wahnsinn, wie meine Eltern das wirklich so lange geschafft haben. Vielleicht war ich auch einfach nur naiv genug. Auch so ähnlich wie... Genau, einfach runterschneiden. Genau, und dann sind wir immer ins Wohnzimmer gestürmt und haben unter dem Baum gesucht. Mit Waffe, mit der Schere, um das Geschenkband aufzuschneiden. So eine Art, oder schnell zu reißen, ja. Ja, das, man muss sagen, als Kind die Weihnachtszeit, das kommt jetzt hoffentlich wieder mit kleinem Kind, das so ein bisschen nochmal nachzuempfinden. Als Erwachsener ist man manchmal einfach zu rational. Das wollte ich gerade fragen. Die Bedeutung des Weihnachtsfestes hat doch sicherlich bei dir wieder gewonnen, oder? Auf jeden Fall. Gerade jetzt so im ersten Jahr, wo der Kleine das dann wahrscheinlich noch ein bisschen bewusster mitbekommt, wird das auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wo man sich als Elternteil sehr mitfreut. Und da freue ich mich auch sehr drauf, ja. Wird gesungen im Hause Hartmann? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann überhaupt nicht singen, aber ich muss sagen, ich bin dann sehr mutig, bin auch sehr laut und das macht mir auch sehr viel Spaß. Singst du auch mal in der Kabine oder bist du da dann eher... Da bin ich eher zurückhaltend, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Aber im Umfeld, im Kreise der Familie, da gibt es keine Hemmung mehr. Und dann sind wir ja quasi mit der Füllung. Sind wir dann durch, genau. Sind wir dann durch. Das ist jetzt Beifuß, was da reinkommt. Das ist Beifuß, genau, auch noch mit Untermengen. Und dann kannst du hier anfangen. Ich halte sie dir mal. Okay. Und da kommt jetzt alles rein, ja? Genau. Bis sie voll ist, vielleicht bleibt was übrig, aber zu wenig ist es auf jeden Fall nicht. Stopfen, genau. Robert, kannst du gleich was sagen? Es gibt ja einige, wir machen es ohne Flasche, die dann noch eine Flasche dort mit rein. Ja, wie bei der Füllung gibt es auch bei der Zubereitung oder beim Garn dann wahrscheinlich zig Varianten. Manche stecken eine Flasche mit rein, ja, damit es schneller geht, damit es zarter wird, warum auch immer. Also die Flasche transportiert durch Hitze von außen nach innen und wir lassen es weg. Wir haben die Füllung, so, die bringt mehr Geschmack als die Flasche und dann dauert es halt ein bisschen länger. Voll, ja. Das passt, ja. Wie machen wir die Gans jetzt zu? Gibt es ja auch das Zunähen oder den... Das kannst du machen. Wir nehmen jetzt hier einen Spieß. Einmal hier, also einfach die überlappen und Spieß durch. Dann ziehst du das noch mit hier hoch und das gleiche nochmal von der anderen Seite. Also da ist dann ein bisschen Fingerfertigkeit erwünscht. Genau. So. Und das gleiche dann hier vorne noch. So, und so passt das dann. Und jetzt ab damit? Jetzt kann sie ab in den Ofen. Da ist die große Frage, wie lange? Es gibt ja manche, die schwören darauf, dass... den Braten 24 Stunden im Ofen zu lassen. Es gibt welche, die sagen, okay, es geht auch mit einer kürzeren Zeit. Was ist denn die Königslösung? Ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden. Wir machen es so, also es gibt ja die Variante aufs Rost legen, in den Bräter legen, dann bei niedriger Temperatur ganz lange über Nacht oder bei ein bisschen höherer Temperatur ein paar Stunden. Da muss jeder so seinen Weg finden und sagen, oder wird jeder seinen Weg finden und sagen, das ist der Weg. Der ist am besten, das wird die beste Gans. Wir machen es auf dem Rost, weil natürlich auch relativ viel Fett austritt. 180 Grad geben die rein und die wird sicherlich bei der Größe 4-5 Stunden einfach auf dem Rost liegen. Oberhitze, Unterhitze, Umluft wird sie austrocknen. Mhm. Wenn du die Möglichkeit hast und zum Beispiel einen Dampfgarer oder so kombinierte Hitze in deinem Ofen verwenden kannst, machst du am Anfang kombinierte Hitze mit ein bisschen Wasserzugabe quasi. Mhm. Für die ersten 2 Stunden, da trocknet sie nicht so schnell aus, das ist immer so eine Feuchtigkeitszufuhr. Wenn du das nicht hast, stellst du einfach ein Blech mit Wasser rein. Und auch nicht vergessen, ein Blech drunter zu stellen, durch das ganze Fett, was rausläuft, das wollen wir natürlich auffangen.
So das klassische, dann noch, klassische die, Gänsefett. Genau. So, das wollen wir natürlich soll nicht für weg. Die Stulle. Für die Stulle. Und für die Soße. Und die, genau, und der Fleischsaft, der austritt, den brauchen wir natürlich für die Soße. So, die Soße, gerade die Sachsen wollen immer viel Soße. So ganz und wäre schade drum. Jetzt kann die ab in den Ofen, Marco. Das ist mein Part. Jens, du machst auf. So, Auguste ist im Ofen und wir brauchen zu Auguste natürlich die Beilagen und die perfekte Soße. Denn wir Sachsen wollen ja was haben, wo wir den Kloß reintunken können. Richtig. Die Thüringer auch. Also, wie gelingt uns das perfekte Sößchen, Robert? Mit viel Zeit, auf jeden Fall. Also man sollte Zeit mitbringen. Im besten Fall macht man die ganz auch einen Tag davor. Nutzt natürlich dort den Fleischsaft und das Fett, was aus der Gans rausläuft, fängt das auf dem Blech auf. Lässt das am besten dann irgendwie auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett stehen. Das Fett setzt sich oben ab und nimmt man runter. Dann hat man den Gänsefond oder den Fleischsaft. Nimmt die Gänseabschnitte, die Innereien, ein bisschen Wurzelgemüse, brät das alles schön scharf an mit Tomatenmark, mit Rotwein ablöschen. Dann kann man auch noch einen Gänsefond zusätzlich kaufen, auch mit auffüllen, ein bisschen Wasser, lässt das einfach köcheln. Robert, du hast gesagt, man sollte der Soße Zeit geben. Wie viel Zeit geben wir dem Ganzen denn? Wir rösten das jetzt alles schön an. Die Knochen, die Abschnitte, das Gemüse, geben ein bisschen Tomatenmark dazu. Rösten das auch noch mal kurz mit. Genau, kannst du mal ja, zwei Teelöffel einfach mit rein. Und dann löschen wir das alles schön ab mit Rotwein. Füllen es dann, wie gesagt, mit der Brühe auf. Passt. Sollte Rotwein sein. Zeit ist ein gutes Thema, Marco. Zeit ist ja bei Weihnachten noch ein wichtiges Motto, Zeit für die Liebsten zu haben. Für die Familie, für die Freunde. Das ist ja für euch als Fußballer, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ihr habt selten Zeit, gerade für die Heimat, für die Familie, weil ihr ja auch immer unterwegs seid. Viele von euch sind in andere oder spielen in anderen Städten, als die Familie wohnt. Ja, das ist immer schwierig, weil du meist Weihnachten dann reist. Ne? Du bist nicht da, wo du das ganze Jahr über bist und so ein bisschen immer auf dem Sprung. Und trotzdem versuchen wir es, dass wir überall möglichst viel Zeit verbringen. Und wir sind dieses Jahr sowohl bei meiner Freundin in der Heimat 2 Tage, als auch bei mir 2 Tage. Und dann trotzdem noch ein paar Tage zu nutzen über Silvester, um auch ein bisschen Zwei- oder Dreisamkeit zu genießen. Und ich freue mich aber auf die Zeit. Sie ist zwar immer sehr stressig, wie das wahrscheinlich jeder kennt, mit Anreisen, Abreisen, irgendwo auf ein paar Couches zu schlafen. Aber es ist schön, einfach mal auch ein bisschen Alltag mit der Familie wieder zu haben, den man sonst doch selten hat. Einfach. So, Marco, jetzt kannst du hier mal... Los? Komplett? Nee, nicht komplett. Erstmal einmal so einen kleinen Schluck. Lass mal ein bisschen... Aber es ist doch schön, wenn sich die unterschiedlichen Familien kennenlernen, wenn man auch die unterschiedlichen Bräuche bei den Familien dann kennt. Ja, auf jeden Fall. Man ist ja so eingefahren von zu Hause. Genau. Da war das erste Mal Weihnachten bei der Familie meiner Freunde natürlich was Neues, was anderes, mal zu sehen, was sie so machen. Aber ja, es ist schön einfach. Jetzt hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt, was auf einen zukommt. Und da freut man sich einfach drauf, weil man sich auf gewisse Dinge einfach verlassen kann zu Weihnachten. Was ist das Spezielle bei deiner Freundin zu Weihnachten? Das ist halt auch sehr extrem, dass die ganze Familie kommt. Also am ersten Weihnachtsfeiertag wirklich Onkel, Tanten, Oma, Opa, alle mit am Tisch sitzen. Und ja, ist immer schön, wenn einfach alle beisammen sind, auch die kleinen Kinder da noch ein bisschen rumhüpfen. Das ist mir Weihnachten mit deinem Teil dazu beitragen. Genau, also. So sieht's aus. Das ist dann auch so ein bisschen der Mittelpunkt von Weihnachten. Das ist schön, da kann man sich ein bisschen am Rand bewegen und einfach mal ein bisschen beobachten. Du hast ja gesagt, man braucht viel Zeit für die Soße. Die Soße geben wir jetzt wie viel Zeit? Die kannst du ruhig 4-5 Stunden einfach köcheln lassen, nebenbei. Dann kippst du das alles durch den Sieb, damit die festen Bestandteile, das ganze Gemüse, die ganzen Abschnitte einfach rauskommen.
die Brühe, die du dann hast, entfettest du einfach. Oder wenn du Zeit hast, stellst du es auch kühl. Dann kannst du das Fett, was sich oben absetzt, einfach, weil es fest wird, einfach wie abnehmen, wie ein Deckel abnehmen. Ansonsten einfach mit der Kelle oben das Fett runternehmen und dann alles einköcheln. Und dann kannst du es mit, entweder du lässt es einköcheln, bis es sich selber bindet, eine schöne Sämigkeit hat. Oder du bindest es ab mit Stärke oder mit ein bisschen Mehl. Ist dann jedem selber überlassen, wie viel Soße er braucht, wie intensiv sie sein soll. Aber eine Soße braucht Zeit. Jetzt kommt der Lieblingsspruch, der Kochsender. Den lasse ich weg, aber jeder kann sich denken, das wäre dann so das Ergebnis. Eine schöne Sämigkeit wird dann natürlich auch dunkler, wenn man sie einkocht. So soll sie, dann am Ende aussehen. Zu einer guten Gans gehört natürlich auch eine gute Beilage, sprich ein gutes Rotkraut. Und zu Weihnachten geben wir uns natürlich besonders Mühe und machen das Rotkraut selbst. Also greifen nicht auf das aus dem Glas zurück, was man sicherlich machen kann. Aber wir machen es selber, Robert. Wie? Richtig. Ich habe schon mal Rotkohl einfach vorgeschnitten, schön in Streifen, dann ein bisschen mariniert mit Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker. Mhm. Alles schön durchgewalkt, sag ich mal. Am Anfang quietscht das noch so. Ich sag mal, wenn es nicht mehr so doll quietscht und schön weich ist, stellt man es einfach beiseite, lässt es ziehen. Wie lange? Halbe, dreiviertel Stunde reicht da. Oder du machst es auch am Vortag und lässt es über Nacht ziehen. Das ist, desto länger, desto besser, klar. Dann geben wir das in den Topf und kochen das. Ich habe dann hier noch so ein kleiner Tipp, damit man es am Ende nicht rauspulen muss alles. Ein bisschen Lorbeer, ein bisschen Piment, ein paar Nelken. Was ist das? Das ist jetzt... Das ist ein Teesäckchen. Okay. Einfach in den Teesäckchen rein, dann mit zum Kochen. Und dann nimmst du am Ende einfach das Teesäckchen raus, das Aroma ist drin, aber du fängst ja nicht an oder niemand beißt auf ein Pimentkorn oder eine Nelke. Und ja, geben wir jetzt einfach in den Topf, köcheln das, niedrige Temperatur, Deckel drauf und lassen es einfach ein bisschen köcheln. Rotkraut-Fan, Marco? Ja, absolut, absolut. Genau in der Kombination kenne ich auch. Und das mit dem Teesäckchen ist für mich was ganz Besonderes, weil ich hatte das mal gestört, wenn ich da irgendwo drauf gebissen habe. Ja, man deswegen sehr guter Einfall. Ich weiß nicht, ob Oma dafür noch bereit ist, das aufzunehmen, aber ich werde es ihr mal vorschlagen. Wenn dann so am Tellerrand überall... Genau. Nee, wirklich gut. Ja, definitiv. Und was man auch hier zum Beispiel machen kann, weil wir das Thema vorhin, das Fett hatten von der Gans, auch einfach mit ins Rotkraut mit rein, bringt natürlich nochmal einen schönen intensiven Geschmack. Wird alles verwertet bei der Gans. Also jetzt einfach ab hier rein. Dann setzen wir das auf. Und köcheln das. So ein Rotkrautkopf reicht für wie viel Portion? Ist eigentlich passend zur Gans, sag ich mal. Das ist jetzt ein Kopf. Geht natürlich noch ein bisschen ein durchs Kochen. Ich sag mal so, wenn du gute Esser hast, machst du anderthalb Köpfe, dann bist du auf der sicheren Seite. So, auf geht's. Und das wandert wie lange dann auf den Herd? Soll natürlich nicht komplett tot gekocht und absolut weich sein. Ein bisschen Biss kann es noch haben. Wenn du es bei geringer Temperatur da köcheln lässt, dauert das schon eine Stunde. So, also jetzt nicht volle Pulle kochen lassen, sondern wirklich ganz leicht zimmern, immer mal umrühren. Wie gesagt, dann am Ende ein bisschen von dem Gänsefett mit rein, Salz dran. Wenn das noch nicht reicht, vom Marinieren. Also zum Schluss einfach mal kosten, abschmecken. Ein bisschen Zimt könntest du noch dran machen, wenn du willst, wenn man das mag. Man kann Apfelmus mit reinmachen, auch da kann man da spielen. Apfelmus mit rein, Apfelstücken, Birnen, Cranberries, da ist alles offen. Also ich habe immer gut zu tun, während die Gans im Ofen ist, kann ich mich um die Soße kümmern, um das Rotkraut kümmern, also da ist eigentlich langweilig. 4-5 Stunden hast du ja Zeit. Und kann dazu die schönsten Weihnachtslieder hören. Absolut, oder singen. Es duftet richtig gut. Ich glaube, sie könnte fertig sein, unsere Weihnachtsgans. Wollt ihr mal nachschauen, ob sie fertig ist? Machen wir mal. Ja, ich denke, gut gebräunt. Fertig ist sie auch, war ja nun lange genug drin. Können wir mit rübernehmen. Auf geht's. Das erkennst du am Bräunungsgrad, dass sie jetzt bereit ist zum Tranchieren. Richtig. Man muss natürlich auch sagen, auch die haben wir im Zuge des Zeitmangels natürlich vorbereitet. So, jetzt setzen wir die einfach mal hier aufs Blech um. Ja, aufs Brett. Hier haben wir beiseite. So, die Spießer können auch raus.
So, jetzt ist sie natürlich, weil wir haben es ein bisschen mit Dampf gemacht, nicht ganz kross. Wir tranchieren sie jetzt erstmal und was wir dann machen, einfach nochmal kurz aufs Blech und ab unter den Grill und dann kriegt die auch nochmal richtig Bumm. Einfach am Knochen oder an der Karkasse, sagt man, langschneiden. Die zeigt einem so den Weg, wo es lang geht. Den Spieß ziehe ich raus, oder? Genau, den kannst du einfach rausziehen. Also, bei Hartmanns ist schon klar, wer dieses Jahr die Gans auseinander nimmt. Ich befürchte, ich komme nicht drum herum. So, jetzt musst du aber noch mal schauen. Was mit den Ingredienzien, die der Füllung? Brauchen wir dann in dem Fall nicht mehr. Die haben ja Aroma abgegeben ans Fleisch. Und ja, da kannst du jetzt nicht mehr wirklich viel damit machen. Wie bereitest du die Teile dann für den Grill vor, damit sie kross werden, bepinselst? Wir könnten sie jetzt zum Beispiel einfach mit ein bisschen Honig bepinseln. Da hast du noch so, mal so eine Süße, was auch noch ein bisschen karamellisiert, dann einfach unter den Grill. Man muss natürlich aufpassen, nicht zu nah, also nicht auf die oberste Schiene, weil der Honig, der Zucker da drin verbrennt relativ schnell. Das wollen wir natürlich auch nicht, weil dann ist die erste Schicht komplett verbrannt, aber darunter, das ist nicht knusprig, also wirklich nicht zu hohe Temperatur, ein bisschen Honig drauf, mittlere Schiene oder unterste Schiene und dann einfach ein bisschen karamellisieren lassen und die Kruste schön brennen lassen. Ich sag mal so, 4-5 Minuten kannst du die da locker drin lassen. Okay. Kein Gänsebraten ohne Klöße. Klöße in Thüringen? Gehören dazu. Was ganz Wichtiges, oder? Müssen dazu. Ich esse es nicht häufig, aber gerade zu Feiertagen ist ganz besonders und freue ich mich auch drauf. Bei euch in Thüringen gibt es ja da auch ganz unterschiedliche Zubereitungsformen für die Klöße. Was schwörst du da ganz besonders? Ich bin ehrlich gesagt kein Fachmann. Ich vertraue da einfach auf Oma und das, was auf den Tisch kommt. Auf was vertrauen wir heute? Da das wirklich ein Thema für sich ist, Klöße selber zu machen, vertrauen wir auf den fertigen Teig. Deswegen übernehme ich auch das Reingeben ins Wasser, damit du dir nichts nachsagen lassen musst von der Oma. Ja, wir haben einen fertigen Teig, kann man auch ruhigen Gewissens machen. Gelingsicher, klar. Und auch da in der Füllung entweder klassisch mit Kartoffel, mit Croutons. Oder auch da zum Beispiel eine Cranberry, eine getrocknete Aprikose. Um das mal ein bisschen abzimmern, dann hast du auch viel Spielraum. Wir wollten heute wirklich das Hauptaugenmerk auf die Gans legen und auch auf die Soße. Und deshalb haben wir auf die zurückgegriffen. Aber schlecht sind die nicht. Genau. Einfach ins Wasser ein bisschen einmal aufkochen lassen. Und dann köcheln lassen. 20, 25 Minuten? Sollten sie, ja. Und dann sind die fertig und dann passt das. Dann können wir anrichten. Es wird Zeit. Ich habe Hunger. Du auch, Marco? Ich auch, ja. Okay. Ich würde mich auch um ein Gläschen Wein bewerben. Die Julia ist bei uns. Julia, was hast du uns mitgebracht für einen Tropfen? Ich habe euch einen Spätburgunder vom Kaiserstuhl mitgebracht. Einen Rotwein. Aussuchen kann man sich ja zum Vergans, was man möchte. Oder? Mittlerweile ist es da nicht mehr so streng. Es war ja oftmals dunkles Fleisch und geschmorte Sachen in Rotwein. Aber mittlerweile ist das so vielfältig, dass du da auch locker einen Rosé oder auch mitunter einen charaktervollen Weißwein dazu einfach nimmst. Also das ist nicht mehr so steif. Marco, ein Tröpfchen in Ehren kann kein Trainer verwehren. Also ich denke mal, das ist erlaubt zum Essen mit anzustoßen. Gibt es bei euch auch ein Tröpfchen Wein zum Weihnachtsbraten? Ja, ich denke schon. Also an dem Abend darf man sich mal was gönnen. Darf, denke ich auch. So, also. Während du einschenkst, kann Marco schon mal auf unserer prominenten Wand unserer Küche unterschreiben. Lasst uns anstoßen auf ein schönes Weihnachtsfest. Robert. So, zum Wohl. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
Guten Hunger. Marco, was sagst du? Sehr gute Konsistenz. Okay. Schön weich, zart. Die Haut noch schön knusprig. Schmeckt mir sehr gut. Also ist es gelungen. In meinen Augen auf jeden Fall. Sehr gut. Na dann, Aufgabe erkannt. Nachmachen. Ja. Das gilt auch für Sie und euch. Nachmachen und einfach, wie gesagt, ein bisschen was mitnehmen aus der heutigen Sendung. Lasst euch die Weihnachtsbraten schmecken, egal ob es nun bei euch ganz, Ente oder was auch immer ist. Und habt eine schöne Zeit. Alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Schwarz-Gelb gekocht. Freue mich, dass ihr mit dabei wart. Danke an die Mitstreiter. Danke an Robert, an Julia und an Marco. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.